An jeder Ecke wartet bei uns die Arbeit. Man muss sie auch nicht suchen, sie liegt ganz offensichtlich da. Bevor ich aber heute zeige, was wir drin am Arbeiten sind, habe ich hier noch ein paar schöne Bilder. Und zwar, jetzt wurde ein paar Mal schon gefragt, wie weißt du denn, dass die Vögel rein wollen? Hier zum Beispiel sitzt Alma vor ihrem Fenster, da ist die Foyere hinter, beziehungsweise das Vogelzimmer. Ja, wenn sie da oben sitzt, will sie rein, ganz einfach. Bei den Gänsen braucht man nichts zu machen. Die bleiben Tag und Nacht draußen und haben da einen Unterstand. Und hier haben wir Tiamo und die Luna. Und die schauen noch schön an ihren Ästen rum, bis es dann auch gleich reingeht. Wo ist denn die Maggie? Die sitzt nicht dabei. Mal hinten gucken. Hier ist unsere alte Katze Chanelli. Die wartet auch schon, ist auch immer dabei. Und da ist dann auch die Maggie. Und die Maggie, die knabbert immer diesen China-Schilf ab, was sie ja auch gerne machen kann. Und dann wird damit gespielt. Da werden die Blätter erst abgezupft, dann versucht man das zu schälen. Und bei den Palmkakadus zum Beispiel ist es ja so, die machen sich immer kleine Pfeile. Die basteln sich aus allem Holz kleine Pfeile. Und mit diesen Stöckchen trommeln sie dann auf Holzästen. Und das wird dann deswegen gemacht, um zu zeigen, hier ist mein Revier, ich will hier keinen anderen haben. Und das macht unser Cooper auch. Das werden wir dann draußen auch bestimmt gut beobachten können, wenn die Außenfoyere fertig ist. Dann ist es noch schöner. Er macht es auch drinnen und man hört es auch immer klopfen, aber natürlich nie dann, wenn ich mit der Kamera da sitze. Was denkst du, wenn sie ihn abschieben, wird es leichter? Wir genießen noch etwas die schönen Bilder, bevor es gleich zu den dreckigen Arbeiten geht. Und hier ist unsere Katze Graffiti. Die ist 4 Jahre alt und ja, ein großer Jäger. Die fängt uns alles weg, was sich irgendwie bewegt, optimal. In die Vögel geht sie natürlich nicht, die kennt sie ja. Wie schon gesagt, wenn das Wetter dann schlecht wird, dann geht's rein und dann wird drinne gearbeitet. Und da ich ja aufgrund meiner Operation mich nicht mehr bewegen kann, müssen natürlich einige Umbauarbeiten gemacht werden. Das heißt, Fritz kloppt Fliesen raus. Wir ziehen ja von einem Teil des Hauses in einen anderen Teil und das muss jetzt alles behindertengerecht gemacht werden. Da wurden Türen rausgerissen, schon mal ein Teil Wände rausgerissen. Hier muss jetzt ein Teil der Fliesen weggemacht werden, weil da eine Wand eingebaut wird. Das ist dann quasi der Eingang zu unserem zukünftigen Schlafzimmer. Und die Türen wurden weggenommen, weil man mit dem Rollstuhl da einfach nicht durchkommt. Man bekommt ja auch immer einen Zuschuss für Umbauarbeiten. Das heißt, wenn man kein Handwerker ist, weiß ich überhaupt nicht, wie das zu schaffen ist. Also man bekommt dann einen Teil. Aber da kann gerade mal die Rohre mit verlegt werden, geschweige denn, also Fliesen oder irgendwie sowas ist da gar nicht mit drin. Also wenn man da nicht handwerklich begabt ist und hat nicht so einen Mann wie ich, ja, dann hat man echt ein Problem. Dieses Bad wurde bis jetzt immer genutzt, da haben wir unsere Hunde gebadet. Ja, und wenn wir mal so größere Teile zum Abwaschen hatten und so weiter, aber eine Badewanne, ja, kann man natürlich nicht mehr rein. Die Dusche, da komme ich nicht hin, weil da der Toilette im Weg steht. So sollen die Fliesen hinterher aussehen und es muss alles umgebaut werden. Das heißt, die Toilette und die Dusche muss auf eine Wand gebracht werden. Dieses war unser Gäste-WC, das hatte der Fritz auch schon gemacht. Das war im Februar, als ich diese Geschichte mit den Armen hatte. Und da hatte ich natürlich genug Langeweile, als ich im Bett lag. Und da ist mir das doch eingefallen, wir könnten doch das Bad mal machen. Und das war vorher alles so beige-braun, wie das früher so gewesen ist. Fritz hat das dann blau lackiert. Da gibt es extra so Fliesenfarbe. Dann wurde die Toilette erneuert und auch eine Ruhe ausgewählt. Und das war eine alte Stalltür, die habe ich bemalt. Das kann ich eigentlich recht gut. Und zwar haben wir das dann als Rückwand genommen und dann die Tür direkt auch angepasst mit den Malereien. Ja, und natürlich Flora und Tau immer dabei. Wie gesagt, das war ja noch in der ganz schlechten Wetterphase. Das heißt, die konnten auch nicht raus. Da hatten wir die Foyere auch noch gar nicht fertig, die ganz große.
Und im Freiflug waren sie auch noch nicht gewesen, die Hyazinthen. Also das heißt, die waren immer schön bei uns. Und das ist ja auch das, was die Tiere so zutraulich macht. Weil die bei allem, was wir machen, sind die dabei. Die sitzen immer daneben. Ne? Ihr seht jetzt die türkise Tür im Hintergrund. Das war ja das Badezimmer. Davor liegt noch das ganze Werkzeug. Normalerweise saß ich dann da mit meinem Rollstuhl. Die Vögel immer entweder auf mir drauf oder auf dem Spielbaum. Daneben steht noch so eine kleine, so eine Montana-Zimmerfoyere. Und dann können die dann da immer spielen und sich beschäftigen. Währenddessen wir da am Arbeiten sind, dann kommen die aber auch mal gucken. Ja, da kommt keine Langeweile auf und für die ist das dann komplett normal, dass wir immer zugegen sind. Und genau das ist das Geheimnis, um die Vögel richtig, ja, das Vertrauen zu gewinnen. Immer mit allem einbeziehen. Mal sehen, wie das jetzt nun wird bei dem neuen Umbau. Heute war gerade der Sanitärmonteur hier gewesen, wegen eines Kostenvoranschlages. Wir kriegen ja einen kleinen Zuschuss, aber damit kann man natürlich kein Badezimmer machen. Das ist ja so fürchterlich teuer alles geworden. Und was man da als Behinderter dazu bekommt, ja, das ist natürlich eine super Hilfe. Aber wenn man da nicht selber machen kann, dann ist man eigentlich verloren. Jetzt werden dann da die Rohre alles verlegt und so weiter. Ja, wollen wir mal gucken. Fliesen und Endmontage macht Fritz selber. Wir haben ja jetzt auch schon einige Bäder selbst gebaut und es ist eigentlich immer sehr gut geworden. Also ich denke, das wird diesmal auch so gut. Fliesen sind ja auch schon schön ausgewählt gewesen. Also ich mag ja immer diesen ganzen Vintage-Stil, alles so alt und ein bisschen modern. Hier zum Beispiel habe ich ja auch die Türen selber gemacht. Das war noch das Badezimmer, von wo wir vorher im Rheinland gewohnt haben. Da gab es ungefähr 85 Scheidungen, weil jede Fliese individuell verlegt wurde. Und dieses Badezimmer ist bei uns in der ersten Etage. Da gab es ungefähr 35 Scheidungen, weil, Fritz, mach mal die Fliese dran. Ah, nee, doch, lieber.